kann nie gekannten Wohlstand bringen, wenn die Menschen vernünftig sind, wenn sie den Weg der Vernichtung meiden und den beschreiten, der zu einem glücklichen Leben führt. Das ist die Gnade des Atomzeitalters. Übrigens sichert das Atom auch die Frischhaltung von Gemüse und leicht verderblichen Lebensmitteln. Ja, Artischocken, Spargel, Weintrauben, Schinken und Ananas werden bereits der Obhut des Atomingenieurs anvertraut. Wir können uns schließlich nicht von unseren Kindern einmal den Vorwurf machen lassen, wir hätten das Atomzeitalter verschlafen oder ihnen gar ein unterentwickeltes Land hinterlassen. So sah die Zukunft gestern aus. Heute ist die Kernkraft in Deutschland eigentlich ein Auslaufmodell. Ist das Atomzeitalter am Ende? Wie ist es um die Kernkraft wirklich bestellt? Um das herauszufinden, waren wir wochenlang unterwegs, haben mit Atomkraftbefürwortern und Kritikern gesprochen, nationale und internationale Konferenzen besucht. Unsere Reise beginnt in Berlin, in einem Gebäude des Deutschen Bundestags. Anfang des Jahres tagt hier der Haushaltsausschuss. Es geht um den Export deutscher Kerntechnik, haben wir erfahren. Viele Jahre waren solche Exporte sowohl unter der rot-grünen als auch unter der schwarz-roten Bundesregierung ausgeschlossen. Ebene 4, Sitzungssäle, Hallenbrücke. Das soll jetzt anders werden. Die neue schwarz-gelbe Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag eine Klausel eingefügt, etwas versteckt in dem Kapitel Außenwirtschaft. Da heißt es, für den Umweltbereich sind die OECD-Umweltleitlinien alleiniger Maßstab bei der Prüfung von Anträgen auf Exportkreditgarantien. Konkret bedeutet das, der Bund würde für Atomexportgeschäfte der Wirtschaft bürgen. Schon im Januar gibt es einen ersten Antrag. Wegen sensibler Geschäftsgeheimnisse wird hinter verschlossenen Türen diskutiert. Der deutsch-französische Konzern Areva Siemens will in Brasilien einen Atomreaktor bauen und bittet den Staat um eine Bürgschaft. Das Bundesministerium der Finanzen unterrichtet in einem vertraulichen Papier den Haushaltsausschuss über die Exportkreditgarantie zur Fertigstellung des brasilianischen Kernkraftwerks Angra 3. Der Bund haftet mit bis zu 2 498 Millionen Euro, einschließlich Zinsen. Die Opposition nennt das einen Richtungswechsel in der Atompolitik und warnt auch vor dem hohen finanziellen Risiko. Der Reaktortyp sei veraltet und läge in einem Erdbebengebiet. Die Sitzung dauert Stunden. Nicht so weit. Wann sind Sie denn so weit? Die Debatte läuft gerade noch. Jetzt passiert hinter diesen verschlossenen Türen, dass das Informationsbedürfnis der Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss gedeckt wird, indem sie Gelegenheit haben, Fragen an die Bundesregierung zu richten. Diese Fragen werden beantwortet und erst dann entscheiden wir. Dann habe ich eine Frage. Dass es keine unabhängige Atomaufsichtsbehörde gibt in Brasilien, das liest man. Wird so eine Frage dann debattiert im Ausschuss? Also ist die Frage gestellt worden? Nein, wir regieren nicht in anderen Ländern. Wir regieren nicht in China, wir regieren nicht in Tschechien, wir regieren nicht in Brasilien, wir regieren in Deutschland. Und deshalb steht es uns nicht an, über interne, nationale Dinge zu entscheiden. Am Ende setzt sich die schwarz-gelbe Mehrheit durch. Der deutsche Staat haftet mit über 2,5 Milliarden Euro für den Bau des brasilianischen Atomkraftwerks. Einige Wochen später besucht Außenminister Guido Westerwelle Südamerika, macht Station bei seinem brasilianischen Amtskollegen. Man spricht auch über deutsche Industrieexporte. Begleitet wird Westerwelle unter anderem von Ulrich Gräber, dem Deutschlandchef des Atomkonzerns Areva. Er will den neuen Reaktor in Brasilien zu Ende bauen. Es ist eine in Deutschland gepflegte Tradition, dass solche Projekte mit Hermes-Bürgschaften finanziert werden. Und von der Seite her
bildet hier die Finanzierung eines Kernkraftwerkes jetzt keine Ausnahme. Aber warum sollen wir die Bürgschaft nicht in Anspruch nehmen, wenn sie jede andere Technologie und jede andere Industriezweig, Stahlwerke, Chemieanlagen auch in Anspruch nimmt? Und wir freuen uns natürlich insbesondere darüber, dass die deutsche Regierung heute auch wieder Nukleartransporte ins Ausland genehmigt. Kritik an dieser Kehrtwende kommt von Andreas Krämer, der das Ecologic-Institut in Berlin leitet. Er ist Experte für nachhaltige Umweltpolitik. Natürlich ist es in Deutschlands wirtschaftlichem Interesse, Technologie ins Ausland zu verkaufen, dafür bezahlt zu werden. Und man kann jetzt sagen, dass es uns egal ist, ob die Anlagen anschließend auch zuverlässig betrieben werden. Wenn wir aus guten Gründen, aus Einsicht in die Gefahren, die in der Kernenergie liegen, beschlossen haben, aus der Verwendung auszusteigen, dann ist es eigentlich unmoralisch, diese gefährliche Technologie an Staaten zu liefern, die noch über viel schwächere Institutionen verfügen, um diese Risiken zu beherrschen. Ist Brasilien nur ein Einzelfall? Auf Anfrage der Grünen, ob es noch andere Exportbürgschaften im Zusammenhang mit Atomtechnologien gäbe, bestätigt das Wirtschaftsministerium weitere Anträge auf Hermes-Bürgschaften für die Kernkraftwerke Leningradskaja 3 und Novovorodskaja 4 in Russland. Im westfälischen Sassenberg werden solche Entscheidungen genau analysiert. Die Nichtregierungsorganisation Urgewalt beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Umwelt. Wir bitten Geschäftsführerin Heffa Schücking um ihre Einschätzung zu den beiden Reaktoren in Russland. Das sind beides Reaktormodelle, die anderswo in Europa dicht gemacht wurden aufgrund der Sicherheitsgefahren. Also eigentlich ist es unfassbar, ne? Ich meine, Bulgarien, Litauen, Slowakei, all diese Länder mussten diese alten Reaktortypen schließen, um praktisch in die EU aufgenommen zu werden. Und gleichzeitig Deutschland als EU-Mitgliedstaat fördert dann die Verlängerung der Laufzeiten der gleichen Reaktortypen in Russland. Die neuen Mitarbeiter von Urgewalt sind seit Jahren weltweit vernetzt, arbeiten mit Umweltverbänden und Institutionen rund um den Globus zusammen. Eines ihrer Spezialgebiete? Die Finanzierung von Atomprojekten transparent zu machen und die Politik vor den Folgen ihrer Entscheidungen zu warnen. Wir stellen immer wieder fest, dass wenn wir versuchen, eine inhaltliche Diskussion zu führen mit den Menschen, die in den Ministerien wirklich auf Arbeitsebene für das Thema zuständig sind, dass die keine Ahnung haben, dass die uns nicht sagen können, um was für einen Reaktor geht es jetzt überhaupt in Russland. Deutschland ist ja auch Mitglied bei den multilateralen Entwicklungsbanken. All diese Banken, die genau in Osteuropa oder in Entwicklungsländern tätig sind, schließen Förderung von Atomprojekten aus. Es ist ein totaler Widerspruch, dass Deutschland dann wiederum mit seinen Exportbürgschaften in genau diesen Ländern Atomprojekte dann finanziell unterstützt. Jahrelang hat der Verein die gesamte internationale Atombranche analysiert, Firmenbilanzen, Investitionen und Kreditvergaben zusammengetragen. Mit diesen Fakten lässt sich ein genaues Bild vom komplexen Atomgeschäft aufzeigen, an dem viele deutsche Firmen beteiligt sind. Von der Urangewinnung bis zum Rückbau stillgelegter Kernkraftwerke. Uranabbau aus Minen mit deutschem Geld. Bei der Anreicherung von Uran gehört Deutschland zu den Weltmarktführern. Brennelemente für Atomkraftwerke werden auch in Deutschland gebaut. Deutsche Firmen bauen, betreiben und warten Atomkraftwerke. An der Wiederaufbereitung von Uran sind deutsche Firmen über Partner beteiligt. Ebenso bei der Endlagerung und beim Rückbau von abgeschalteten Atomkraftwerken. Neben den vier großen Energieversorgern sind Unternehmen wie Urenco, Areva Siemens oder der Uranhändler Nukem Teil des Kreislaufs. Viele Bauunternehmen beteiligen sich am Kraftwerksbau. Die Deutsche Bank ist einer der 10 größten Atomfinanzierer weltweit. Aber auch andere deutsche Banken geben Kredite. Im weltweiten Atomenergiegeschäft sind viele deutsche Player aktiv.
Zum Beispiel in Finnland. Dort wollen wir das derzeit wichtigste Kernenergieprojekt unter deutscher Beteiligung besichtigen. Wir wollen in den Südwesten des Landes, zur Baustelle des weltgrößten Atomreaktors. Der Auftrag für den Meiler ging an Areva und Siemens. 3 Stunden entfernt von Helsinki, in Olkiluoto, wird das Riesenkraftwerk gebaut. Der European Pressurized Reactor, kurz EPR. Der angeblich sicherste Reaktor der Welt. Yes, most of the Areva buildings are over here. Unser erster Eindruck nach der Ankunft? Es ist fast wie auf einer deutschen Baustelle. Für die Besichtigung müssen auch wir die Firmenarbeitskleidung tragen. And this red-lined area is the area where you, as the worker outside, keep in mind that you do not make any installation, but it's always linked to, let's say. Alle 2 Wochen gibt Bauleiter Jürgen Riegraf neue Sicherheitsanweisungen. Heute für eine polnische Baukolonne. Insgesamt arbeiten hier Fachkräfte aus 60 Nationen im Schichtdienst. Da können Abstimmungsschwierigkeiten auftreten. Jedes noch so kleine Problem soll gemeldet werden. Viele der Vorarbeiter und Ingenieure sind Deutsche. Jürgen Riegraf führt uns durch die Anlage, nicht ganz ohne Stolz. 3000 Leute Minimum. Na, wir ziehen jetzt nochmal die Manpower oder die Anzahl der Leute hoch. Hier, im Herzen der Anlage, wird nach der Fertigstellung die Kernspaltung ablaufen. Wir bauen ein Kernkraftwerk und hier gibt es im Prinzip 2 wesentliche Sachen. Wir müssen ausführen, ganz klar, wir müssen installieren, wir müssen aber auch dokumentieren. Wir brauchen den Beweis, dass alles, was hier installiert wurde, korrekt installiert ist. Ne? Im Sinne der sehr hohen Qualitätsanforderungen. Es muss alles vollkommen nachprüfbar sein. Beton, so viel wie man für eine 60 Kilometer lange und 4-spurige Autobahn benötigt, wurde hier bereits verbaut. Beton, der Ärger mit der Bauaufsicht brachte, die Mischung war nicht genehmigt, musste nachgetestet werden. Nur ein Grund für die inzwischen 3-jährige Bauverzögerung. Das sei völlig normal, wenn die Sicherheit über allem stehe, erklärt ein Bauleiter, der die deutsche Atomskepsis beklagt. Und was ich vermisse ist, dass man hier immer nur das Ganze auf eine Insellösung fokussiert. Dass man sagt, okay, wenn die Deutschen aus der Atomkraft aussteigen, dann werden die anderen es auch tun. Und aus meiner Sicht, das ist ein Trugschluss. Und noch ein Problem gibt es in Finnland. Die veranschlagten Baukosten haben sich bereits verdoppelt. Mehrmals drohte ein Baustopp. Würden Sie denn trotzdem sagen, dass es eine Erfolgsstory war, dieses Projekt? Auf jeden Fall, es ist eine Erfolgsstory. Und natürlich gibt es bei jedem Projekt Schwierigkeiten und die gilt es zu meistern. Made in Germany genießt in der Welt einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Ruf auch gerecht werden. Auch der neue Reaktor hat schon einen Ruf und keinen guten, sagen Umweltschützer. 2500 Mängel habe die finnische Bauaufsicht moniert. Der sogenannte European Pressurized Reactor, EPR, wird ja auch inzwischen europäischer Problemreaktor genannt. Inzwischen ist es so, dass die Atomaufsichtsbehörden in Frankreich, Großbritannien und Finnland sich gemeinsam an den Hersteller des EPRs, Areva, gewandt haben und dringenden Nachbesserungsbedarf angemeldet haben. Wenn wir irgendwo Mängel festgestellt haben, haben wir letzten Endes Qualität immer über Termine und Kosten gestellt. Die neuen Kernkraftwerke sind wirtschaftlich, sonst, wenn sie nicht wirtschaftlich wären, würden sich jetzt nicht etwa 160 Firmen oder Länder für den Neubau von Kernkraftwerken interessieren. Das alleine zeigt schon, dass hier ein großes Interesse besteht. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie auf die derzeit bestehenden Kernkraftwerke zurückschauen, die sind alle wirtschaftlich, die haben sich alle gelohnt. Können neue Atomkraftwerke wirtschaftlich betrieben werden? Nachgerechnet haben die immer rechnen, im Londoner Finanzdistrikt.
Experten der Citibank haben untersucht, ob sich Investitionen in neue Atomkraftwerke lohnen. In ihrer Studie mit dem Titel »Neue Kernkraft – Die Ökonomie sagt Nein« analysieren sie auch den Neubau in Finnland. Zusammengefasst kommen sie zu dem Ergebnis, die Baukosten und Verzögerungen übersteigen den Kostenrahmen. Auf dieser Basis ist Wirtschaftlichkeit nicht gegeben. Ihr Fazit für Neubauprojekte weltweit: Um neue Reaktoren zu bauen, braucht es Bürgschaften, Strompreisgarantien und Subventionen vom Staat. Kernkraftwerke lassen sich schön rechnen. Wenn Sie aber dahinter gucken und mal die ehrlichen Kosten betrachten, wenn Sie Experten für Finanzfragen fragen, die werden Ihnen sagen, dass Kernkraftwerke nicht finanzierbar sind. Die Risiken sind so groß, dass private Investoren sich nicht engagieren werden. Es ist kein Zufall, dass die im Bau befindlichen Reaktoren alle im Grunde genommen vom Markt abgeschottet sind, immer mit staatlichen Garantien aber. Derzeit gibt es 442 Kernkraftwerke weltweit. 53 Reaktoren sind im Bau. 116 Neubauprojekte in verschiedenen Ländern sind konkret in Planung. Viele weitere Nationen haben Kernkraftwerke auf ihrer Wunschliste. Die OECD schätzt, dass die Zahl der Atomkraftwerke in den nächsten 40 Jahren weltweit von 442 auf rund 1000 ansteigen wird. Eine Renaissance der Atomkraft, an der deutsche Firmen teilhaben. So auch der Energieriese RWE. Er setzt neben Kohle und Windkraft weiter auch auf neue Kernkraftanlagen, unter anderem in Rumänien. Zur RWE-Jahreshauptversammlung begleiten wir Heffa Schücking von Urgewalt. Sie kritisiert diese neuen Projekte, hat eigens RWE-Aktien gekauft und darf deshalb an der Versammlung teilnehmen. Meine Damen und Herren, wir wachsen durch Investitionen, während RWE hierzulande für die Rücknahme der Laufzeitbegrenzung der Kernkraftwerke kämpft, bauen wir im Ausland neue Kapazitäten. Im rumänischen Cernavoda wollen wir als Teil eines internationalen Konsortiums zwei neue Kraftwerksblöcke mit insgesamt 1,4 Gigawatt Kapazität bauen. Und der RWE-Anteil dabei beträgt rund 9%. Nun sind wir gespannt auf Ihre Fragen, die wir ehrlich und gründlich beantworten wollen. Glück auf! Heffa Schücking hat Fragen. Klare Antworten zum Rumänien-Projekt, erzählt sie, stehen für sie noch aus. Es geht um den Bau eines Atomkraftwerks in einem Erdbebengebiet und in einem der korruptesten Länder der EU. Es ist eine Unverschämtheit, dass RWE in Rumänien einen Reaktortyp realisieren will, der weder in Deutschland noch irgendwo anders in Westeuropa noch in Japan oder in USA je eine Genehmigung finden würde. Die Kandu-Reaktoren, die in Cernavoda geplant sind, es handelt sich da um einen Reaktortyp, der viele Ähnlichkeiten mit dem Reaktortyp von Tschernobyl hat. Die interne Aussprache dürfen wir nicht filmen. Über den Großbildschirm im Foyer können wir nur sehen, dass Heffa Schücking von ihrem Aktionärsrederecht Gebrauch macht. Sie fordert vom RWE-Vorstand genaue Informationen zu den wahren Kosten und Risiken. Und ich denke, das andere Aktionär wird es auch wollen. Die Antwort von RWE an diesem Tag? Für das Neubauprojekt haben die sicherheitsrelevanten Themen höchste Priorität. Ich war erstaunt festzustellen, dass RWE keine Prüfung von Alternativen gemacht hat. Normalerweise denkt man, so ein großer Konzern, der will jetzt Milliarden investieren. Die Frage ist, in ein Atomkraftwerk oder es gäbe ja auch andere Optionen. Gerade in Ländern wie Rumänien oder Bulgarien findet man im Energiemix weniger als 1% Erneuerbare. Also da gäbe es viele Projekte. Wie die Atombranche mit derartiger Kritik umgeht, erleben wir in Budapest. Hier treffen wir bei einem Abendempfang jene, deren Aufgabe es ist, diese Kritik zu entkräften. Kernphysiker, PR-Manager und Ingenieure aus 32 Ländern. Zwischen französischen Malern und historischen Kostümen erfahren wir von einer neuen Kommunikationsbereitschaft der Branche und wie man Atomkraft in Zukunft besser vermarkten könnte.
Das Ganze ist der Abschluss einer dreitägigen internationalen Konferenz in der Altstadt von Budapest, zu der auch wir uns angemeldet hatten. Wir wollten erfahren, mit welchen Argumenten die Atombranche an ihrem Image feilt. Eingeladen hat die Europäische Nukleargesellschaft, ein Zusammenschluss von internationalen Wissenschaftlern. Okay. 170 Teilnehmer sind angereist. Viele kämpfen in ihren Heimatländern mit einer kritischen Öffentlichkeit. Die Atomindustrie hat ein neues Selbstbewusstsein und eine neue Sprache gefunden. Aber wir müssen uns noch mehr um ein geeignetes Klima in der Gesellschaft bemühen, damit unsere Botschaften auch gehört werden. Kernenergie müsse es auch in Zukunft geben. Darin sind sie sich einig. Doch welche Kampagnen eignen sich am besten, um der Atomkraft den Schrecken und das schlechte Image zu nehmen? Und mit welchen Strategien? Beklagt wird vor allem, dass die Atomgegner die stärkeren Emotionen auf ihrer Seite hätten. Unterstützung kommt ausgerechnet von einem ehemaligen Greenpeace-Aktivisten, dem Briten Stephen Tyndale. Wir wollen von ihm wissen, was er der Atomindustrie rät, als einer, der die Seiten gewechselt hat. Als ich anfing, öffentlich für Atomenergie zu sprechen, haben die meisten meiner Kollegen aus Umweltverbänden mir gesagt, du magst recht haben, was die Atomtechnologie angeht, aber wir vertrauen der Industrie nicht. Die Nuklearindustrie muss viel offener und transparenter werden. Sie muss den Menschen die ganze Wahrheit sagen, nämlich, dass man für saubere Energie zahlen muss. Sie muss die Kosten offenlegen, auch für die Neubauten, das Müllmanagement, die Stilllegungen und für die wahren Versicherungssummen im Fall eines furchtbaren Unfalls. Zurück in Berlin überprüfen wir, ob die Branche, wie Stephen Tyndale fordert, auch in Deutschland auf eine neue Transparenz setzt. Wir sind mit einem Kommunikationsexperten verabredet. Sein früherer Arbeitgeber, eine renommierte PR-Agentur, betreute Kunden aus dem Energiesektor. Er möchte unerkannt bleiben. Wir sprechen mit ihm über ein Strategiepapier, das seine ehemalige Firma für den Energiekonzern E.ON angefertigt haben soll. Es ging in dem Papier darum, die Stimmung in der Bundesrepublik im Wahlkampf 2009 zugunsten der Kernenergie, sagen wir, zu drehen. Es handelt sich um dieses Kommunikationskonzept Kernenergie, Strategie, Argumente und Maßnahmen für die E.ON-Kernkraft. Darin heißt es, die Thematisierung der Kernenergie im Wahlkampf ist nicht im Sinne von E.ON-Kernkraft. Um dies zu verhindern, müsse E.ON Brücken zu Klimaschützern bauen und versuchen, über diese Flanke die Front der Kernkraftgegner aufzuweichen. Die Branche wollte, dass Schwarz-Gelb die Wahl gewinnt. Die neue Regierung sollte versuchen, Laufzeitverlängerungen durchzusetzen. Im Moment sieht es so aus, als sei beides aufgegangen. Wir haben den Wahlkampf für die Energieleute minutiös geplant. Früher war die Branche defensiv, aber zuletzt stand sie mit dem Rücken zur Wand und jetzt ist sie deutlich offensiver geworden. Aber nicht offener. Die PR bleibt diskret. Auf unsere Nachfrage bei E.ON bestreitet der Energiekonzern, so ein Strategiepapier bei der Agentur angefordert zu haben. Zitat: Für das angesprochene Papier gab es keinen Auftrag unsererseits. Es war und ist also in keiner Weise ein E.ON-Papier. Einiges aus dem Strategiepapier finden wir auch jetzt noch in der Realität wieder. Brücken zu Klimaschützern bauen. Zum Beispiel. Das zeigt sich auf vielen Veranstaltungen und Tagungen, die wir in diesen Monaten besuchen. Häufig organisiert von den Energiekonzernen oder von ihnen nahestehenden Instituten. Fast ausschließlich geht es um die Klimarettung mit sauberen Energien. Wind, Sonne und Kernkraft. Kerntechniker, Umweltschützer und Politiker gemeinsam auf den gleichen Podien. Die Rede ist nun von einem Schulterschluss mit den Erneuerbaren. Wir hören kaum etwas über die Kernkraft selbst, über Kosten oder Endlagerung.
Doch ganz so harmonisch scheint es hinter den Kulissen nicht zuzugehen. Offenbar tobt ein harter Wettbewerb mit den erneuerbaren Energien. Wie dieser Brief zeigt, von E.ON an die britische Regierung. Da stellt der Konzern klare Bedingungen für den Bau neuer Atomkraftwerke in Großbritannien. Zusammengefasst kommt E.ON zu dem Ergebnis: Der Anteil der erneuerbaren Energien sollte ein Drittel der gesamten Energieversorgung nicht übersteigen. Dieser Brief ist Ausdruck der Sorge der Betreiber, der Erbauer und dann künftigen Betreiber von Kernkraftwerken in Großbritannien, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell gehen kann, dass sie ihre Kraftwerke dann nachher nicht mehr vollständig ausnutzen können. Mit aufwendiger Lobbyarbeit hat die Branche versucht, die Politik wieder auf ihre Seite zu ziehen. Ein wichtiger Termin ist im Mai das Hauptbranchentreffen der deutschen Atomindustrie im Berliner Kongresszentrum. Von der weltweit größten Fachmesse für Kerntechnik soll eine unmissverständliche Botschaft an die Politik ausgehen. Die Branche will unbegrenzte Laufzeiten für ihre Atomkraftwerke. Die Regierung soll Kernkraft wieder als Energie mit Zukunft anerkennen. Das hatte man bereits im Vorfeld durchsickern lassen. Eingeladen haben die Kerntechnische Gesellschaft und das Deutsche Atomforum mit Vizepräsident Ulrich Gräber. 1400 Kerntechniker sind angereist, um ihrem Signal Nachdruck zu verleihen. Sie fordern Planungssicherheit von der Politik. Doch warum kann Deutschland, anders als andere Industrieländer, die Polarisierung zwischen Gegnern und Befürwortern der Kernenergie noch nicht überwinden? Kernenergie leistet einen wertvollen Beitrag zur Deckung des steigenden Strombedarfs, national und international, heute und morgen. Sie ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Rede des EU-Kommissars für Energie, Günther Oettinger, zu den zukünftigen Anforderungen an die europäische Energiewirtschaft. Von 27 Mitgliedsländern haben 15 Kernenergieanlagen derzeit. Und zwei Länder kommen neu hinzu, Italien und Polen. Es kommt in der Energiepolitik einiges auf uns europäisch zu. Und deswegen bin ich, wie gesagt, an einer offenen Partnerschaft mit Ihnen und den Unternehmen und Instituten, aus denen Sie stammen, interessiert. Ich wünsche Ihrer Tagung viel Erfolg und freue mich auf weitere Begegnungen in Brüssel oder auch Berlin. Danke. In seiner alten Rolle als Ministerpräsident von Baden-Württemberg macht Günther Oettinger noch kurz vor der Bundestagswahl Vorschläge zu einer Änderung im Atomgesetz. In einem Brief an die Bundeskanzlerin schreibt er mit Kopie an die anderen Parteivorsitzenden: Lieber Horst, lieber Herr Westerwelle, lieber Guido, als Anlage übersenden wir Formulierungshilfen in dem Bereich der Frage des Weiterbetriebs kerntechnischer Anlagen. Der Zweck des Atomgesetzes soll geändert werden, von die Kernenergie geordnet zu beenden, in die geordnete Nutzung der Kernenergie sicherzustellen. Und tatsächlich macht die neue Bundesregierung bereits im Koalitionsvertrag ihre Haltung zur Kernenergie deutlich, kündigt längere Laufzeiten für Kernkraftwerke an. Obwohl die Bevölkerung mehrheitlich dagegen ist. Spricht der Bundesumweltminister deshalb von einer Übergangslösung? Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Was wir schaffen müssen, ist, den Umstieg und die Weichen für den Umstieg in der Energieversorgung von den traditionellen Energieversorgungsquellen in einem dynamisch sich verändernden Energiemix hin zu den Erneuerbaren zu steuern. Doch dieser Kurs missfällt einigen seiner Parteifreunde. Sie werben offen und offensiv für längere Laufzeiten. In der Tat bringt eine Laufzeitverlängerung unwiederbringlich bis zu 250 Milliarden Euro volkswirtschaftlicher Nutzen. Joachim Pfeiffer aber will die Laufzeitverlängerungen so schnell wie möglich umsetzen. Und er weist die Mehrheit von Schwarz-Gelb hinter sich.
Die Botschaft der Branche scheint in der Politik angekommen zu sein. Auf vielen Fachkonferenzen, die wir besuchen, diskutiert man eine mögliche Renaissance der Kernenergie. Häufig eingeladen ist auch Joachim Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Kaum einer findet deutlichere Worte. Ich glaube, dass Kernenergie auf jeden Fall, wenn wir das technologieoffen und marktorientiert sehen, in den nächsten 30, 40 Jahren, 50 Jahren in Deutschland auch noch eine Rolle spielen wird. Joachim Pfeiffer verfügt über gute Kontakte in die Atomindustrie. Von 1992 bis 1997 arbeitet Pfeiffer bei der Schwaben AG, die heute zum Energiekonzern NBW gehört. Pfeiffer sitzt auch im Beirat von Hitachi Power Europe, deren Mutterkonzern Atomkraftwerke baut. Wer setzt sich durch? Die Hardliner innerhalb der Regierung, die längere Laufzeiten und mehr Atomkraft fordern, oder die, die für eine Übergangslösung plädieren? Durch Fellspray haben Sie gute Sicht auf die Waschmaschine. Wir treffen einen langjährigen Mitarbeiter aus dem Bundesumweltministerium, der von einem Kurswechsel sogar innerhalb des Ministeriums berichtet. Er möchte anonym bleiben. Der Umweltminister, der eigentlich raus will aus der Atomenergie, das haben wir zumindest gedacht, trifft lauter Entscheidungen, die dem vollkommen widersprechen. Das Ministerium wurde ja richtig umgekrempelt. Fachkundige Kollegen aus dem Bereich erneuerbare Energien wurden nach der Wahl einfach so versetzt in völlig belanglose Abteilungen. Auch Spitzenbeamte hat er, wie Sie ja wissen, einfach ausgetauscht, weil er wohl wusste, dass mit ihnen dieser neue Kurs nicht zu machen ist. Wir waren schockiert, als wir erfuhren, dass ausgerechnet Herr Hennenhöfer zum Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit wurde. Wer ist der neue Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Umweltministerium? Gerald Hennenhöfer hatte diesen Posten bereits von 1994 bis 1998 inne. In seiner Amtszeit wurden 22.000 Kubikmeter Atommüll in die einsturzgefährdete Grube Morsleben eingelagert. In seiner Amtszeit sagte das Bundesumweltministerium Nein zur Stilllegungsverfügung für den Reaktor in Biblis. In seiner Amtszeit fuhren Castortransporte mit überhöhten Grenzwerten durch Deutschland. Unser Informant beklagt im Ministerium vor allem die umweltpolitische Kehrtwende. Man muss sich schon fragen, wer in diesem Land die Energiepolitik macht. Die Atomlobby oder die Regierung? Wir waren in Deutschland schon mal viel weiter. Jahrelang hatten wir auf dem Sektor der erneuerbaren Energien so etwas wie eine Vorreiterrolle. Wir waren auf einem sehr guten Weg. Viele Länder haben sich sogar an uns orientiert. Diese ganze Diskussion um längere Laufzeiten wirft uns um Jahre zurück. Letztlich ist die Ausstiegsdebatte oder die Debatte über die Laufzeitverlängerung, ja oder nein, ist eine nationale Debatte. Aber wenn man sich anschaut, wie Deutschland mit der weltweiten Atomwirtschaft verstrickt ist, dann ist das einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie erfolgreich arbeitet die deutsche Nuklearindustrie in Deutschland und in der Welt, fernab von den politischen Debatten in der Hauptstadt? Wir fahren ins Emsland, an die niederländische Grenze. In Lingen liegt ein Standort von Areva Deutschland. Seit über 30 Jahren produziert der Betrieb Brennelemente für Kernkraftwerke. In der hochmodernen Anlage werden aus dem flüssigen Uranhexafluorid Brennstäbe hergestellt, erklärt Werksleiter Andreas Hoff. Ein aufwendiges Verfahren. Geschützt dürfen wir mit ihm in die Halle. Der Atomausstieg würde die Produktion hier nur bedingt beeinträchtigen. Es trifft natürlich uns schon, wenn die Kraftwerke in Deutschland keine Laufzeitverlängerung erhalten, dann bricht uns schon ein Kundenstamm weg. Unsere Kunden, also die wir von Lingen aus beliefern, befinden sich im Wesentlichen in Europa, Frankreich, Finnland und Schweden, nach Großbritannien, nach Spanien, in die Niederlande, in die Schweiz. Das ist so unser Kundenbereich, den wir zurzeit beliefern.
2,1 Milliarden Euro Jahresumsatz macht allein der deutsche Teil des Areva-Konzerns. Millionen dieser Brennstäbe gingen von Lingen in deutsche und ausländische Kernkraftwerke. Erst wenn sie dort abgebrannt sind, nach der Kernspaltung, sind sie hochradioaktiv. Dass so viele Menschen Angst vor der radioaktiven Strahlung haben, ist für viele hier unverständlich. Uns gegenüber spricht man von Respekt und nicht von Angst. Es ist kein Kakaopulver, sondern es ist Uran, womit wir arbeiten. Wenn ich mich dementsprechend so verhalte, ist alles im normalen Rahmen, es kann nichts passieren. Dann verliert man irgendwann diese Ängste, dass da irgendwas passieren kann. Dann ist das für mich ist das ein normaler Job, als wenn ich in eine Bäckerei gehen würde. Also ich habe eine klare Meinung dazu. Für mich ist die Kernenergie nach wie vor in Deutschland wichtig, weil wir ein Industriestandort sind. Ein Comeback der Kernenergie würden fast alle hier begrüßen, weil es um die eigenen Arbeitsplätze geht. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man in der Betrachtung, insbesondere wenn man über den Ausstieg der Kernenergie spricht, eben auch den Wirtschaftsfaktor mit beachten muss. Allein an unserem Standorten in Deutschland haben wir in den letzten zwei Jahren 1600 Mitarbeiter neu eingestellt. Wir sind jetzt in Deutschland weit über 5000 Mitarbeiter. Auch wenn in Deutschland keine Atomkraftwerke gebaut werden, so stellen wir doch Komponenten her, die dort gebraucht werden. Das geht von Generatoren hin über die Anreicherung von spaltbarem Material oder die Herstellung der Anlagen, die dafür notwendig sind und auch andere Aspekte. Deutschland bleibt in diese Industrie tief verwoben, selbst dann, wenn wir in Deutschland keine Kernkraftwerke mehr bauen oder betreiben. Nur 50 Kilometer weiter in Gronau liegt die Firma Urenco, eine weitere bedeutende Firma des Kernenergiekreislaufs. Was hier unter freiem Himmel lagert, ist das angereicherte Uran, was zu Brennelementen weiterverarbeitet wird, wie bei Areva in Lingen. Urenco beliefert ein Viertel des Weltmarkts mit Uran. Im Rahmen der Diskussion um den sogenannten Atomausstieg waren wir nicht beteiligt. Da waren dann nur die Kernkraftwerke betroffen. Wir beliefern die Kernkraftwerke in Deutschland, das ist ein Teil unseres Portfolios, aber der weitaus überwiegende Teil geht in den Export. Aus dem Betrieb selbst dürfen wir nur dieses Firmenvideo zeigen. Wie Uran hier angereichert wird, ist laut Atomgesetz geheim. Dass in Deutschland angereichert wird, ist politisch gewollt. Die letzte Genehmigung 2005 haben wir von einer rot-grünen Landesregierung und von einer rot-grünen Bundesregierung bekommen. Der Staatssekretär von Herrn Trittin hat mitgezeichnet. Die Erlaubnis für die neueste Ausbaustufe kam vor wenigen Jahren vom zuständigen SPD-Bauminister, der heute beim Energiekonzern NBW arbeitet. Wenn die Bauarbeiten hier abgeschlossen sind, kann Urenco doppelt so viel Uran anreichern wie bisher. Urenco hat erstmal nicht viel zu befürchten von der deutschen Ausstiegsdebatte. Urenco hat ja vor kurzem auch mit Hilfe von öffentlichen Steuermitteln die Anlage in Gronau auszubauen. Sie werden weiter produzieren. Und das ist tatsächlich eine Frage, die man sich vor Augen führen muss. Es geht hier bei der Diskussion um den Atomausstieg oder die Gefahren der Atomanlagen nicht nur um Atomkraftwerke, sondern auch zum Beispiel um die Urananreicherungsanlage in Gronau. Die letzte Station auf unserer Reise führt uns nach Lubmin bei Greifswald. Dort endet der große Kreislauf der Kernenergiewirtschaft. Das ehemalige DDR-Kraftwerk ging 1990 vom Netz. Seitdem wird hier rückgebaut. Die einstige Betreibergesellschaft, die Energiewerke Nord, hat sich damit ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Das wollen wir kennenlernen. Hallo. 3,2 Milliarden Euro vom Staat sind für den gesamten Abbau vorgesehen. Auch nach 20 Jahren ist immer noch viel übrig, wie wir feststellen. Wir müssen also, bevor wir in den Kontrollbereich reingehen, müssen wir uns hier umziehen. Schutzkleidung auch für uns, um mit ins Innere des Reaktorgebäudes zu dürfen.
Bis 2013 muss laut Plan alles raus sein, auch die kontaminierten Teile. Das, was so bei den Kernbrennstoffen durchbleibt, das hat ja die radioaktiven Stoffe dort Halbwertszeiten von einigen 10.000, 100.000 Jahren. Also insofern ist es noch wirklich ganz lange da. Ich vertraue eigentlich darauf, dass die Menschheit sich weiterentwickelt und auch mit diesen Sachen nachher einfach klarkommen wird. Mit dem Aufzug geht es abwärts in die Kraftwerkshalle. Dieser Reaktortyp ist in Deutschland nicht mehr zugelassen, in einigen osteuropäischen Ländern dagegen noch in Betrieb. Wir sollen genau verfolgen, mit welch hohen Sicherheitsstandards die tonnenschweren Teile später demontiert werden. Höchste Sicherheitsstandards. Verstrahlte Partikel, die sich beim Rückbau lösen, könnten sich in der Kleidung festsetzen. Zehntausend Mitarbeiter waren es zu DDR-Zeiten. 1000 sind es heute noch, die nun zu Experten für den Abbau von AKWs werden und ein bleibendes Erbe hinterlassen. Sogar im russischen Murmansk wurde ihr Know-how schon angefordert für den Abbau von russischen Atom-U-Booten. Ein neues lukratives Geschäft mit der Kernkraft. Die kontaminierten Teile kommen später als Abfall ins Zwischenlager auf dem eigenen Gelände. Unsere Kameras und wir werden am Ende freigemessen, so nennt man das. Wenn man umdreht und die Arme jetzt noch oben rein und wieder anlegen, bitte. Und dann durchgehen und bitte auf mich warten. Durchgehen bitte. Okay. Kernenergie hat auf einem Fortschrittsglauben, auf einem Technikglauben basiert. Mit der Zeit haben wir immer mehr gelernt über die technischen Risiken, über die wirtschaftlichen Risiken. Und je mehr wir ins Detail gucken, uns die Warenkosten angucken, uns die Risikoprofile angucken und aus der Vergangenheit lernen, desto klarer wird uns, dass die Kernenergie immer schon ein teurer Fehler war und es auch heute noch ist. Ich denke, man hat uns schon oft totgesagt, aber wir sind weiter erfolgreich am Wachsen. Ich persönlich glaube, dass wir auch noch in diesem Jahrzehnt uns mit Neubauprojekten in Deutschland beschäftigen müssen. Ansonsten werden diese Neubauprojekte im Ausland stattfinden. Und zwar in unmittelbarer Nähe zu unseren Grenzen. Auch der Rückbau in Greifswald ist nur eine weitere Station im großen Kreislauf der Kernenergieindustrie. Kein Symbol für den Ausstieg aus der Atomenergie. Längst haben die Energiewerke Nord Tochtergesellschaften gegründet. Jahre nach dem Ausstiegsbeschluss ist Deutschland noch immer mitten im Atomzeitalter. Es ging in dem Papier darum, die Stimmung in der Bundesrepublik im Wahlkampf 2009 zugunsten der Kernenergie, sagen wir, zu drehen. Es handelt sich um dieses Kommunikationskonzept Kernenergie, Strategie, Argumente und Maßnahmen für die E.ON-Kernkraft. Darin heißt es, die Thematisierung der Kernenergie im Wahlkampf ist nicht im Sinne von E.ON-Kernkraft. Um dies zu verhindern, müsse E.ON Brücken zu Klimaschützern bauen und versuchen, über diese Flanke die Front der Kernkraftgegner aufzuweichen. Die Branche wollte, dass Schwarz-Gelb die Wahl gewinnt. Die neue Regierung sollte versuchen, Laufzeitverlängerungen durchzusetzen. Im Moment sieht es so aus, als sei beides aufgegangen. Wir haben den Wahlkampf für die Energieleute minutiös geplant. Früher war die Branche defensiv, aber zuletzt stand sie mit dem Rücken zur Wand und jetzt ist sie deutlich offensiver geworden. Aber nicht offener.
Die PR bleibt diskret. Auf unsere Nachfrage bei E.ON bestreitet der Energiekonzern, so ein Strategiepapier bei der Agentur angefordert zu haben. Zitat: Für das angesprochene Papier gab es keinen Auftrag unsererseits. Es war und ist also in keiner Weise ein E.ON-Papier. Einiges aus dem Strategiepapier finden wir auch jetzt noch in der Realität wieder. Brücken zu Klimaschützern bauen, zum Beispiel. Das zeigt sich auf vielen Veranstaltungen und Tagungen, die wir in diesen Monaten besuchen. Häufig organisiert von den Energiekonzernen oder von ihnen nahestehenden Instituten. Fast ausschließlich geht es um die Klimarettung mit sauberen Energien. Wind, Sonne und Kernkraft. Kerntechniker, Umweltschützer und Politiker gemeinsam auf den gleichen Podien. Im Gegenteil, es ist notwendig, dass wir den Klimaschutz als Wettbewerbsmotor sehen für neue Technologien. Die Rede ist nun von einem Schulterschluss mit den Erneuerbaren. Wir hören kaum etwas über die Kernkraft selbst, über Kosten oder Endlagerung. Doch ganz so harmonisch scheint es hinter den Kulissen nicht zuzugehen. Offenbar tobt ein harter Wettbewerb mit den erneuerbaren Energien. Wie dieser Brief zeigt, von E.ON an die britische Regierung. Da stellt der Konzern klare Bedingungen für den Bau neuer Atomkraftwerke in Großbritannien. Zusammengefasst kommt E.ON zu dem Ergebnis: Der Anteil der erneuerbaren Energien sollte ein Drittel der gesamten Energieversorgung nicht übersteigen. Dieser Brief ist Ausdruck der Sorge der Betreiber, der Erbauer und dann künftigen Betreiber von Kernkraftwerken in Großbritannien, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell gehen kann, dass sie ihre Kraftwerke dann nachher nicht mehr vollständig ausnutzen. Messe für Kerntechnik soll eine unmissverständliche Botschaft an die Politik ausgehen. Die Branche will unbegrenzte Laufzeiten für ihre Atomkraftwerke. Die Regierung soll Kernkraft wieder als Energie mit Zukunft anerkennen. Das hatte man bereits im Vorfeld durchsickern lassen. Eingeladen haben die Kerntechnische Gesellschaft und das Deutsche Atomforum mit Vizepräsident Ulrich Gräber. 1400 Kerntechniker sind angereist, um ihrem Signal Nachdruck zu verleihen. Sie fordern Planungssicherheit von der Politik. Doch warum kann Deutschland, anders als andere Industrieländer, die Polarisierung zwischen Gegnern und Befürwortern der Kernenergie noch nicht überwinden? Die Kernenergie leistet einen wertvollen Beitrag zur Deckung des Stromfalls, des steigenden Strombedarfs, national und international, heute und morgen. Sie ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Rede des EU-Kommissars für Energie, Günther Oettinger, zu den zukünftigen Anforderungen an die europäische Energiewirtschaft. Von 27 Mitgliedsländern haben 15 Kernenergieanlagen derzeit. Und zwei Länder kommen neu hinzu, Italien und Polen. Das kommt in der Energiepolitik einiges auf uns europäisch zu. Und deswegen bin ich, wie gesagt, an einer offenen Partnerschaft mit Ihnen und den Unternehmen und Instituten, aus denen Sie stammen, interessiert. Ich wünsche Ihrer Tagung viel Erfolg und freue mich auf weitere Begegnungen in Brüssel oder auch Berlin. Danke. In seiner alten Rolle als Ministerpräsident von Baden-Württemberg macht Günther Oettinger noch kurz vor der Bundestagswahl Vorschläge zu einer Änderung im Atomgesetz. In einem Brief an die Bundeskanzlerin schreibt er mit Kopie an die anderen Parteivorsitzenden: Lieber Horst, lieber Herr Westerwelle, lieber Guido, als Anlage übersenden wir Formulierungshilfen in dem Bereich der Frage des Weiterbetriebs kerntechnischer Anlagen. Der Zweck des Atomgesetzes soll geändert werden, von die Kernenergie geordnet zu beenden, in die geordnete Nutzung der Kernenergie sicherzustellen. Und tatsächlich macht die neue Bundesregierung bereits im Koalitionsvertrag ihre Haltung zur Kernenergie deutlich, kündigt längere Laufzeiten für Kernkraftwerke an.
obwohl die Bevölkerung mehrheitlich dagegen ist, in die einsturzgefährdete Grube Morsleben eingelagert. In seiner Amtszeit sagte das Bundesumweltministerium Nein zur Stilllegungsverfügung für den Reaktor in Biblis. In seiner Amtszeit fuhren Castortransporte mit überhöhten Grenzwerten durch Deutschland. Unser Informant beklagt im Ministerium vor allem die umweltpolitische Kehrtwende. Man muss sich schon fragen, wer in diesem Land die Energiepolitik macht. Die Atomlobby oder die Regierung? Wir waren in Deutschland schon mal viel weiter. Jahrelang hatten wir auf dem Sektor der erneuerbaren Energien so etwas wie eine Vorreiterrolle. Wir waren auf einem sehr guten Weg. Viele Länder haben sich sogar an uns orientiert. Diese ganze Diskussion um längere Laufzeiten wirft uns um Jahre zurück. Letztlich ist die Ausstiegsdebatte oder die Debatte über die Laufzeitverlängerung, ja oder nein, ist eine nationale Debatte. Aber wenn man sich anschaut, wie Deutschland mit der weltweiten Atomwirtschaft verstrickt ist, dann ist das einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie erfolgreich arbeitet die deutsche Nuklearindustrie in Deutschland und in der Welt, fernab von den politischen Debatten in der Hauptstadt? Wir fahren ins Emsland, an die niederländische Grenze. In Lingen liegt ein Standort von Areva Deutschland. Seit über 30 Jahren produziert der Betrieb Brennelemente für Kernkraftwerke. In der hochmodernen Anlage werden aus dem flüssigen Uranhexafluorid Brennstäbe hergestellt, erklärt Werksleiter Andreas Hoff. Ein aufwendiges Verfahren. Geschützt dürfen wir mit ihm in die Halle. Der Atomausstieg würde die Produktion hier nur bedingt beeinträchtigen. Es trifft natürlich uns schon, wenn die Kraftwerke in Deutschland keine Laufzeitverlängerung erhalten, dann bricht uns schon ein Kundenstamm weg. Unsere Kunden, also die wir auf Lingen ausliefern, befinden sich im Wesentlichen in Europa, Frankreich, Finnland und Schweden, nach Großbritannien, nach Spanien, in die Niederlande, in die Schweiz. Das ist so unser Kundenbereich, den wir zurzeit beliefern. 2,1 Milliarden Euro Jahresumsatz macht allein der deutsche Teil des Areva-Konzerns. Millionen dieser Brennstäbe gingen von Lingen in deutsche und ausländische Kernkraftwerke. Erst wenn sie dort abgebrannt sind, nach der Kernspaltung, sind sie hochradioaktiv. Oder die für eine Übergangslösung plädieren. Trichterspray haben Sie gute Sicht auf die Waschmaschine. Wir treffen einen langjährigen Mitarbeiter aus dem Bundesumweltministerium, der von einem Kurswechsel sogar innerhalb des Ministeriums berichtet. Er möchte anonym bleiben. Der Umweltminister, der eigentlich raus will aus der Atomenergie, das haben wir zumindest gedacht, trifft lauter Entscheidungen, die dem vollkommen widersprechen. Das Ministerium wurde ja richtig umgekrempelt. Fachkundige Kollegen aus dem Bereich erneuerbare Energien wurden nach der Wahl einfach so versetzt in völlig belanglose Abteilungen. Auch Spitzenbeamte hat er, wie Sie ja wissen, einfach ausgetauscht, weil er wohl wusste, dass mit ihnen dieser neue Kurs nicht zu machen ist. Wir waren schockiert, als wir erfuhren, dass ausgerechnet Herr Hennenhöfer zum Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit wurde. Wer ist der neue Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Umweltministerium? Gerald Hennenhöfer hatte diesen Posten bereits von 1994 bis 1998 inne. In seiner Amtszeit wurden 22.000 Kubikmeter Atommüll in die einsturzgefährdete Grube Morsleben eingelagert. In seiner Amtszeit sagte das Bundesumweltministerium Nein zur Stilllegungsverfügung für den Reaktor in Biblis. In seiner Amtszeit fuhren Castortransporte mit überhöhten Grenzwerten durch Deutschland. Unser Informant beklagt im Ministerium vor allem die umweltpolitische Kehrtwende. Man muss sich schon fragen, wer in diesem Land die Energiepolitik macht. Die Atomlobby oder die Regierung? Wir waren in Deutschland schon mal viel weiter. Jahrelang hatten wir auf dem Sektor der erneuerbaren Energien so etwas wie eine Vorreiterrolle. Wir waren auf einem sehr guten Weg.
Viele Länder haben sich sogar an uns orientiert. Diese ganze Diskussion um längere Laufzeiten wirft uns um Jahre zurück. Letztlich ist die Ausstiegsdebatte oder die Debatte über die Laufzeitverlängerung, ja oder nein, ist eine nationale Debatte. Aber wenn man sich anschaut, wie Deutschland mit der weltweiten Atomwirtschaft verstrickt ist, dann ist das einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie erfolgreich arbeitet die deutsche Nuklearindustrie in Deutschland und in der Welt, fernab von den politischen Debatten in der Hauptstadt? Wir fahren ins Emsland, an die niederländische Grenze. In Lingen liegt ein Standort von Areva Deutschland. Seit über 30 Jahren produziert der Betrieb Brennelemente für Kernkraftwerke. In der hochmodernen noch über viel schwächere Institutionen verfügen, um diese Risiken zu beherrschen. Ist Brasilien nur ein Einzelfall? Auf Anfrage der Grünen, ob es noch andere Exportbürgschaften im Zusammenhang mit Atomtechnologien gäbe, bestätigt das Wirtschaftsministerium weitere Anträge auf Hermes-Bürgschaften für die Kernkraftwerke Leningradskaja 3 und Novovorodskaja 4 in Russland. Im westfälischen Sassenberg werden solche Entscheidungen genau analysiert. Die Nichtregierungsorganisation Urgewalt beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Umwelt. Wir bitten Geschäftsführerin Heffa Schücking um ihre Einschätzung zu den beiden Reaktoren in Russland. Das sind beides Reaktormodelle, die anderswo in Europa dicht gemacht wurden aufgrund der Sicherheitsgefahren. Also eigentlich ist es unfassbar, ne? Ich meine, Bulgarien, Litauen, Slowakei, all diese Länder mussten diese alten Reaktortypen schließen, um praktisch in die EU aufgenommen zu werden. Und gleichzeitig Deutschland als EU-Mitgliedstaat fördert dann die Verlängerung der Laufzeiten der gleichen Reaktortypen in Russland. Die neuen Mitarbeiter von Urgewalt sind seit Jahren weltweit vernetzt, arbeiten mit Umweltverbänden und Institutionen rund um den Globus zusammen. Eines ihrer Spezialgebiete? Die Finanzierung von Atomprojekten transparent zu machen und die Politik vor den Folgen ihrer Entscheidungen zu warnen. Wir stellen immer wieder fest, dass wenn wir versuchen, eine inhaltliche Diskussion zu führen mit den Menschen, die in den Ministerien wirklich auf Arbeitsebene für das Thema zuständig sind, dass die keine Ahnung haben, dass die uns nicht sagen können, um was für einen Reaktor geht es jetzt überhaupt in Russland. Deutschland ist ja auch Mitglied bei den multilateralen Entwicklungsbanken. All diese Banken, die genau in Osteuropa oder in Entwicklungsländern tätig sind, schließen Förderung von Atomprojekten aus. Es ist ein totaler Widerspruch, dass Deutschland dann wiederum mit seinen Exportbürgschaften in genau diesen Ländern Atomprojekte dann finanziell unterstützt. Jahrelang hat der Verein die gesamte internationale Atombranche analysiert, Firmenbilanzen, Investitionen und Kreditvergaben zusammengetragen. Mit diesen Fakten lässt sich ein genaues Bild vom komplexen Atomgeschäft aufzeigen, an dem viele deutsche Firmen beteiligt sind. Von der Urangewinnung bis zum Rückbau stillgelegter Kernkraftwerke. Uranabbau aus Minen mit deutschem Geld. Bei der Anreicherung von Uran gehört Deutschland zu den Weltmarktführern. Brennelemente für das ehemalige DDR-Kraftwerk ging 1990 vom Netz. Seitdem wird hier rückgebaut. Die einstige Betreibergesellschaft, die Energiewerke Nord, hat sich damit ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Das wollen wir kennenlernen. Guten Mann, hallo. Guten Tag. 3,2 Milliarden Euro vom Staat sind für den gesamten Abbau vorgesehen. Auch nach 20 Jahren ist immer noch viel übrig, wie wir feststellen. Wir müssen also, bevor wir in den Kontrollbereich reingehen, müssen wir uns hier umziehen. Schutzkleidung, auch für uns, um mit ins Innere des Reaktorgebäudes zu dürfen. Bis 2013 muss laut Plan alles raus sein, auch die kontaminierten Teile. Hier aus von
Das, was so bei den Kernbrennstoffen übrig bleibt, das hat ja die radioaktiven Stoffe dort Halbwertzeiten von einigen 10.000, 100.000 Jahren. Also insofern ist es noch wirklich ganz lange da. Ich vertraue eigentlich darauf, dass die Menschheit sich weiterentwickelt und auch mit diesen Sachen nachher einfach klarkommen wird. Mit dem Aufzug geht es abwärts in die Kraftwerkshalle. Dieser Reaktortyp ist in Deutschland nicht mehr zugelassen, in einigen osteuropäischen Ländern dagegen noch in Betrieb. Wir sollen genau verfolgen, mit welch hohen Sicherheitsstandards die tonnenschweren Teile später demontiert werden. Höchste Sicherheitsstandards. Verstrahlte Partikel, die sich beim Rückbau lösen, könnten sich in der Kleidung festsetzen. 10.000 Mitarbeiter waren es zu DDR-Zeiten. 1.000 sind es heute noch, die nun zu Experten für den Abbau von AKWs werden und ein bleibendes Erbe hinterlassen. Sogar im russischen Murmansk wurde ihr Know-how schon angefordert für den Abbau von russischen Atom-U-Booten. Ein neues lukratives Geschäft mit der Kernkraft. Die kontaminierten Teile kommen später als Abfall ins Zwischenlager auf dem eigenen Gelände. Unsere Kameras und wir werden am Ende freigemessen, so nennt man das. Zuverlässig betrieben werden, wenn wir aus guten Gründen, aus Einsicht in die Gefahren, die in der Kernenergie liegen, beschlossen haben, aus der Verwendung auszusteigen, dann ist es eigentlich unmoralisch, diese gefährliche Technologie an Staaten zu liefern, die noch über viel schwächere Institutionen verfügen, um diese Risiken zu beherrschen. Ist Brasilien nur ein Einzelfall? Auf Anfrage der Grünen, ob es noch andere Exportbürgschaften im Zusammenhang mit Atomtechnologien gäbe, bestätigt das Wirtschaftsministerium weitere Anträge auf Hermes-Bürgschaften für die Kernkraftwerke Leningradskaja 3 und Novovorodskaja 4 in Russland. Im westfälischen Sassenberg werden solche Entscheidungen genau analysiert. Die Nichtregierungsorganisation Urgewalt beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Umwelt. Wir bitten Geschäftsführerin Heffa Schücking um ihre Einschätzung zu den beiden Reaktoren in Russland. Das sind beides Reaktormodelle, die anderswo in Europa dicht gemacht wurden aufgrund der Sicherheitsgefahren. Also eigentlich ist es unfassbar, ne? Ich meine, Bulgarien, Litauen, Slowakei, all diese Länder mussten diese alten Reaktortypen schließen, um praktisch in die EU aufgenommen zu werden. Und gleichzeitig Deutschland als EU-Mitgliedstaat fördert dann die Verlängerung der Laufzeiten der gleichen Reaktortypen in Russland. Die neuen Mitarbeiter von Urgewalt sind seit Jahren weltweit vernetzt, arbeiten mit Umweltverbänden und Institutionen rund um den Globus zusammen. Eines ihrer Spezialgebiete? Die Finanzierung von Atomprojekten transparent zu machen und die Politik vor den Folgen ihrer Entscheidungen zu warnen. Wir stellen immer wieder fest, dass wenn wir versuchen, eine inhaltliche Diskussion zu führen mit den Menschen, die in den Ministerien wirklich auf Arbeitsebene für das Thema zuständig sind, dass die keine Ahnung haben, dass die uns nicht sagen können, um was für einen Reaktor geht es jetzt überhaupt in Russland. Deutschland ist ja auch Mitglied bei den multilateralen Entwicklungsbanken. All diese Banken, die genau in Osteuropa oder in Entwicklungsländern tätig sind, schließen Förderung von Atomprojekten aus. Es ist ein totaler Widerspruch, dass Deutschland dann wiederum mit seinen Exportbürgschaften in genau diesen Ländern Atomprojekte dann finanziell unterstützt. Jahrelang hat der Verein die gesamte internationale Atombranche analysiert, Firmenbilanzen, Investitionen und Kreditvergaben zusammengetragen.
Mit diesen Fakten lässt sich ein genaues Bild vom komplexen Atomgeschäft aufzeigen, an dem viele deutsche Firmen beteiligt sind. Von der Urangewinnung bis zum Rückbau stillgelegter Kernkraftwerke. Oder Endlagerung. Doch ganz so harmonisch scheint es hinter den Kulissen nicht zuzugehen. Offenbar tobt ein harter Wettbewerb mit den erneuerbaren Energien. Wie dieser Brief zeigt, von E.ON an die britische Regierung. Da stellt der Konzern klare Bedingungen für den Bau neuer Atomkraftwerke in Großbritannien. Zusammengefasst kommt E.ON zu dem Ergebnis: Der Anteil der erneuerbaren Energien sollte ein Drittel der gesamten Energieversorgung nicht übersteigen. Dieser Brief ist Ausdruck der Sorge der Betreiber, der Erbauer und dann künftigen Betreiber von Kernkraftwerken in Großbritannien, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell gehen kann, dass sie ihre Kraftwerke dann nachher nicht mehr vollständig ausnutzen können. Mit aufwendiger Lobbyarbeit hat die Branche versucht, die Politik wieder auf ihre Seite zu ziehen. Ein wichtiger Termin ist im Mai das Hauptbranchentreffen der deutschen Atomindustrie im Berliner Kongresszentrum. Von der weltweit größten Fachmesse für Kerntechnik soll eine unmissverständliche Botschaft an die Politik ausgehen. Die Branche will unbegrenzte Laufzeiten für ihre Atomkraftwerke. Die Regierung soll Kernkraft wieder als Energie mit Zukunft anerkennen. Das hatte man bereits im Vorfeld durchsickern lassen. Eingeladen haben die Kerntechnische Gesellschaft und das Deutsche Atomforum mit Vizepräsident Ulrich Gräber. 1400 Kerntechniker sind angereist, um ihrem Signal Nachdruck zu verleihen. Sie fordern Planungssicherheit von der Politik. Doch warum kann Deutschland, anders als andere Industrieländer, die Polarisierung zwischen Gegnern und Befürwortern der Kernenergie noch nicht überwinden? Kernenergie leistet einen wertvollen Beitrag zur Deckung des steigenden Strombedarfs, national und international, heute und morgen. Sie ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Rede des EU-Kommissars für Energie, Günther Oettinger, zu den zukünftigen Anforderungen an die europäische Energiewirtschaft. Von 27 Mitgliedsländern haben 15 Kernenergieanlagen derzeit. Und zwei Länder kommen neu hinzu: Italien und Polen. Es kommt in der Energiepolitik einiges auf uns. Weil es um die eigenen Arbeitsplätze geht. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man in der Betrachtung, insbesondere wenn man über den Ausstieg der Kernenergie spricht, eben auch den Wirtschaftsfaktor mit beachten muss. Allein an unserem Standorten in Deutschland haben wir in den letzten zwei Jahren 1600 Mitarbeiter neu eingestellt. Wir sind jetzt in Deutschland weit über 5000 Mitarbeiter. Auch wenn in Deutschland keine Atomkraftwerke gebaut werden, so stellen wir doch Komponenten her, die dort gebraucht werden. Das geht von Generatoren hin über die Anreicherung von spaltbarem Material oder die Herstellung der Anlagen, die dafür notwendig sind, und auch andere Aspekte. Deutschland bleibt in diese Industrie tief verwoben, selbst dann, wenn wir in Deutschland keine Kernkraftwerke mehr bauen oder betreiben. Nur 50 Kilometer weiter in Gronau liegt die Firma Urenco, eine weitere bedeutende Firma des Kernenergiekreislaufs. Was hier unter freiem Himmel lagert, ist das angereicherte Uran, was zu Brennelementen weiterverarbeitet wird, wie bei Areva in Lingen. Urenco beliefert ein Viertel des Weltmarkts mit Uran. Im Rahmen der Diskussion um den sogenannten Atomausstieg waren wir nicht beteiligt. Da waren dann nur die Kernkraftwerke betroffen. Wir beliefern die Kernkraftwerke in Deutschland, das ist ein Teil unseres Portfolios, aber der weitaus überwiegende Teil geht in den Export. Aus dem Betrieb selbst dürfen wir nur dieses Firmenvideo zeigen. Wie Uran hier angereichert wird, ist laut Atomgesetz geheim. Dass in Deutschland angereichert wird, ist politisch gewollt.
Die letzte Genehmigung 2005 haben wir von einer rot-grünen Landesregierung und von einer rot-grünen Bundesregierung bekommen. Der Staatssekretär von Herrn Trittin hat mitgezeichnet. Die Erlaubnis für die neueste Ausbaustufe kam vor wenigen Jahren vom zuständigen SPD-Bauminister, der heute beim Energiekonzern NBW arbeitet. Wenn die Bauarbeiten hier abgeschlossen sind, kann Urenco doppelt so viel Uran anreichern wie bisher. Urenco hat erstmal nicht viel zu befürchten von der deutschen Ausstiegsdebatte. Urenco hat ja vor kurzem auch mit Hilfe von öffentlichen Steuermitteln die Anlage in Kronau auszubauen. Sie werden weiter produzieren. Und das ist tatsächlich eine Frage, die man sich vor Augen führen muss. Es geht hier bei der Diskussion um den Atomausstieg oder die Gefahren der Atomanlagen nicht nur um Atomkraftwerke, sondern auch zum Beispiel um die Urananreicherungsanlage in Gronau. Die letzte Station auf unserer Reise führt uns nach Lubmin bei Greifswald. Dort endet der große Kreislauf der Kernenergiewirtschaft. Atomkraftwerk ist jetzt keine Ausnahme. Aber warum sollen wir die Bürgschaft nicht in Anspruch nehmen, wenn sie jede andere Technologie und jede andere Industriezweig, Stahlwerke, Chemieanlagen auch in Anspruch nimmt? Und wir freuen uns natürlich insbesondere darüber, dass die deutsche Regierung heute auch wieder Nukleartransporte ins Ausland genehmigt. Kritik an dieser Kehrtwende kommt von Andreas Krämer, der das Ecologic-Institut in Berlin leitet. Er ist Experte für nachhaltige Umweltpolitik. Natürlich ist es in Deutschlands wirtschaftlichem Interesse, Technologie ins Ausland zu verkaufen, dafür bezahlt zu werden. Und man kann jetzt sagen, dass es uns egal ist, ob die Anlagen anschließend auch zuverlässig betrieben werden. Wenn wir aus guten Gründen, aus Einsicht in die Gefahren, die in der Kernenergie liegen, beschlossen haben, aus der Verwendung auszusteigen, dann ist es eigentlich unmoralisch, diese gefährliche Technologie an Staaten zu liefern, die noch über viel schwächere Institutionen verfügen, um diese Risiken zu beherrschen. Ist Brasilien nur ein Einzelfall? Auf Anfrage der Grünen, ob es noch andere Exportbürgschaften im Zusammenhang mit Atomtechnologien gäbe, bestätigt das Wirtschaftsministerium weitere Anträge auf Hermesbürgschaften für die Kernkraftwerke Leningradskaja 3 und Novovorodskaja 4 in Russland. Im westfälischen Sassenberg werden solche Entscheidungen genau analysiert. Die Nichtregierungsorganisation Urgewalt beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Umwelt. Wir bitten Geschäftsführerin Heffa Schücking um ihre Einschätzung zu den beiden Reaktoren in Russland. Das sind beides Reaktormodelle, die anderswo in Europa dicht gemacht wurden aufgrund der Sicherheitsgefahren. Also eigentlich ist es unfassbar, ne? Ich meine, Bulgarien, Litauen, Slowakei, all diese Länder mussten diese alten Reaktortypen schließen, um praktisch in die EU aufgenommen zu werden. Und gleichzeitig Deutschland als EU-Mitgliedstaat fördert dann die Verlängerung der Laufzeiten der gleichen Reaktortypen in Russland. Die neuen Mitarbeiter von Urgewalt sind seit Jahren weltweit vernetzt, arbeiten mit Umweltverbänden und Institutionen rund um den Globus zusammen. Eines ihrer Spezialgebiete? Die Finanzierung von Atomprojekten transparent zu machen und die Politik vor den Folgen ihrer Entscheidungen zu warnen. Wir stellen immer wieder fest, dass wenn wir versuchen, eine inhaltliche Diskussion zu führen mit den Menschen, die in den Ministerien wirklich auf Arbeitsebene für das Thema zuständig sind, dass die keine Ahnung haben, dass die uns nicht sagen können, um was für einen Reaktor geht es jetzt überhaupt in Russland. Deutschland ist ja auch Mitglied bei den multilateralen Entwicklungsbanken. All diese Banken